Wenn ihr keine Elite seid, seid ihr kein Problem. Du kannst immer noch nicht schießen, das ist schade. Feuer. Ne, ist keine Elite. Piu. Komm her. Hauen. Verbrennen. Warten, warten, warten. Warten. Sie warten, verbrennen, Eis. Schießen. Hauen. Und Tirik. Haut mal eben einfach so die Spinne um. Mit mehr Schaden als Girogon gemacht hat, wo Girogon der Nahkämpfer ist und Tirik der Feuerballwerfer. Aber manche Sachen kommen aus dem Zwerg halt nicht raus. Er ist halt der Äxteschwinger schlechthin. Auch wenn du keine Axt mehr hast. So. Hör noch Spinnen. Ich sehe eine Kiste. Ich sehe Spinnen. Oh. Mehrere Spinnen. Jawohl, ja. Schutz. Das und das und... Das kann ich echt nur im Nahkampf machen, das ist doof. Achso, allen Feinden auf angrenzenden Feldern. Nein. Das heißt, ich hätte echt da stehen bleiben sollen, damit sie mich von beiden Seiten angreifen. Da muss ich in der Zukunft unbedingt drauf denken. Dran denken. Mit Talanas Zauberspruch ist echt gut, wenn wir von mehreren Seiten gleichzeitig angegriffen werden. Also solange wir es wegdenken können, ne? Und du schieß mal. So, jetzt müssten die beiden... Genau. Ordentlich Schaden bekommen. Du zerschmetterst den. Du haust den. Du Blitzstrahl-Eisdings den. Du nimmst ein Gegengift. Hauen. Eis. Blitzstrahl. Hauen. Hauen. Weg. Kiste mit. Gegengiften und Loot. Bogen braucht hier keiner, ne? Armbrust, Bogen, Armbrust. Er braucht später eine Armbrust. Und davon haben wir keine. 8 bis 16. Ja, immer schön die weißen Sachen auch mal angucken zwischendurch, Girogon. Haben wir im letzten oder vorvorletzten oder vorletzten Leben gelernt, dass sie teilweise doch wesentlich stärker werden, auch wenn sie genauso aussehen wie die Vorgänger. Aber ich denke, da werden nach und nach noch mehr Icons eingefügt. So, Legionärsandalen, unbekannt. Die kriegst doch wahrscheinlich du. Mädchen bekommen Sandalen, du bekommst auch Sandalen. Ups. Aber das sind Legionärsandalen. Klingt männlich und so. Was, wir sind schon durch? Nee, das glaube ich nicht. Da muss doch irgendwo noch eine Abzweigung sein. Nö. Hier ist das. Hier ist das. Wir sind fertig. Das hat man bisher noch nicht geschafft. In allen vier Leben nicht. Mit einem Rutsch hier durchzurennen. Herr Ruhmpriester ist echt schick. Und Talana als Luftmagierin. Und doch, doch. Gut umf, die Gruppe. Das heißt, jetzt kaufen wir Essen, wir holen uns die nächste Quest, beziehungsweise Questen, also einmal aus der Kirche, einmal von Maximilian. Dann gehen wir identifizieren, gehen Sprüche kaufen und überhaupt. Was zuerst? Sprüche waren hier vorne gleich. Oh, und die Schmuckeltruhe abgeben. So. Wir hätten gerne Zauber lernen. Zauber für Jallen. Regeneration kaufen. Giftheilung kaufen. Schlafendes Gruppenmitglied wieder auf. Was auch immer. Kaufen. Ihr friert den Boden unter den Füßen einer Gruppe von Feinden im Umkreis von 3 ein. Sie können sich in dieser Runde nicht bewegen. Da haben wir doch schon den Anwurzelzauber. Aber ich glaube, der ist nur für ein Ziel. Dafür macht er aber auch Schaden. Ich glaube, das ist mir lieber. Heilen ist ein Lichtzauber. Experte der Lichtmagie, das dauert noch. Ausweichen bei Fernangriffen. Starke Winde umwehen die Gruppe und steigern bei allen Gruppenmitgliedern den Ausweichwert bei Fernangriffen 3 Runden lang um 15.
Es wäre okay, wenn wir so ein Fernduell haben gegen die Elite-Banditen zum Beispiel in Port Marion später. Aber ich glaube, das bewahre ich mir erstmal auf das Gold. So, zurück. Raus. Dum-dum-dum-dum-dum. Zum Möchtegern Bürgermeister, Anführer, was auch immer. Dem Dieb. Dem kultivierten Dieb, aber dem Dieb. Genau du. Ich kenne Dieb, wenn ich einen sehe. Hier in deiner Kiste. Genau. Mehr Ehre. Wir haben eine Schmugglerkiste zu einem Dieb gebracht. 150 Gold, du mich auch. So, wir gehen da rein. Dann hätten wir gerne Dienste. Proviant kaufen. Proviant. Wir würden nicht gerne hier schlafen, denn wir können draußen am Brunnen regenerieren. Ich weiß allerdings nicht, ob das Regenerieren am Brunnen auch die Müdigkeit runter macht. Müssen wir gleich mal testen. So, Quest holen. Auftrag beim Leuchtturm. So. Raus. Er hat uns auch noch gesagt, dass im Tempel jemand nach Hilfe sucht. Das ist dann der Auftrag, das Buch aus dem Diebesdingens da rauszuholen. Diebesunterschlupf. Und zwar bei dir. Auftrag, die Straßenräuber. So. Sie kommt jetzt mit und wird erstmal ein paar Wochen lang mitgeschliffen, während wir ganz viel Unsinn machen. Den Auftrag für das Grab haben wir schon, ne? Blumen für gefallene Helden. Ja, haben wir. Okay, was brauchen wir noch? Wir wollten noch identifizieren. Tränke kaufen müssen wir nicht so wirklich. Wobei 7 Zaubertränke echt nicht viel. Können wir nicht trinken? Nein. Viel sind. Ich habe in den Kommentaren schon wieder gelesen, dass ich schon wieder ein bestimmtes Fass übersehen habe. Dass ich wohl bei jedem Leben bisher übersehen habe. Das finde ich sehr irritierend. Muss ich mal die Augen offen halten. Ausrüstung bestimmen. Alles bestimmen. Fast pleite. Handeln. 50 Gold? Haben sie teurer gemacht. Die waren mal bei 20 Gold oder so. Wenigstens das ist gleich geblieben. Gegengifte. Stärkungstrank. Kuriert nach dem Verzehr Schwäche. Weg, 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 weg. Da ist gerade irgendwas kaputt gegangen hinter dir. So, wir hätten trotzdem gerne 10 Stück. Das sah ich gerade nicht im Inventar. Ich habe gerade 10 Zaubertränke gekauft. Oh nee, habe ich nicht. Mir fehlten 4 Goldmünzen. Wir haben einen Zaubertrank gekauft. So, schon besser, okay. Raus, raus. Fast pleite, aber gut ausgerüstet, stürzen sich die Abenteurer jetzt auf die Suche nach einem Fass. Nein, stürzen sich die Abenteurer jetzt raus aus der Stadt und räumen da ein bisschen auf. Da waren ja ganz viele Spinnen und Räuber und Altäre und Sachen zum Ausgraben und überhaupt ganz viel zu tun. Klick. Wobei das Wichtigste für mich momentan jetzt erstmal ist, zu dem Brunnen gleich zu laufen, draus zu trinken und gucken, ob wir danach müde werden. Also eigentlich sollten wir warten, bis wir müde werden und dann aus dem Brunnen trinken. Aber ich denke mal, so lange halten wir nicht durch. Weil wir haben nicht so viel Mana, weil wir halt nicht geschlafen haben. So, Wellen höre ich schon mal. Na komm schon. So. Unsere erste heldenhafte Tat hinter uns. Ja, war heldenhaft. Diesmal war es auch heldenhaft. Oh. Genau, Tirik. Also ja, dieses Mal war es auch heldenhaft. Letztes Mal, also als der erste Akt nun draußen war und als der erste und zweite Akt draußen war,
bei den beiden Runs, die wir durchgemacht haben, da war die Spinnenkönigin echt albern. Und da fand ich diesen Spruch von ihr nach der ersten Heldentat und so weiter von der Erzählerin doch ein bisschen fehl am Platz. Aber jetzt, alles super. Hau, hau, Witzel. Das sind viele Spinnen. Oh, nächster Test. Hauen. 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 Und wenn sie jetzt das da macht, kriegt die Spinne dann Schaden. Denn vorher war ja das Problem, dass wenn man hier gezaubert hat, dass dann um die Ecke herum der Gegner gar nicht erst getroffen wurde. Das gucken wir mal. Also, Britzel. Und der Fehler ist leider immer noch da. Schade. Na gut, warten. Warten, warten, warten. Britzel. Hau, hau, hau. Ja. Gegengift. Hauen, hauen, hauen. So, erste weg, nächste weg. Bitte kein Gift mehr. Wobei jetzt ja auch nicht mehr so viele Spinnen kommen. Also müsst ihr das hinhauen mit dem Gegengift, das wir haben. So. Nach Port Mellon gehen Norden. Das Ding ist auch neu, oder? Das ist ziemlich offensichtlich. Man kommt aus der Stadt raus, es gibt nur einen Weg und man muss zwangsweise auf das Feld treten, das einem sagt, wo man hingehen muss. Und stolpert dann über ein Loch im Boden. Das könnte man ruhig ein wenig in die Ecke verschieben. Weil, ne, man muss ja auch bedenken, wenn man das Ganze realistisch sehen würde. Hier kommen Tag ein, Tag aus Leute aus dem Dorf raus. Die würden doch sehen, dass da so ein... Ne? Aber genug, gemeckert. Also, trinken. So. Die Dinger geben jetzt Boni. Die sollten wir also auch einsacken. Genau die hier. So. Und das da. Ja, hier sind überall Spinnen, ich weiß. Da. Hättest nicht dahin gehen können, das wäre viel toller gewesen für uns. So. Du hast immer noch keine Armbrust. Die hätten wir eventuell kaufen können, aber ich denke mal, wir werden früher oder später eh eine finden. Das ist schon okay. So, du abwehren. Ich höre noch mehr Spinnenfüße. Ah, da hinten. Okay. Piu, 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 warten. Piu, 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 warten. Wo ist die andere Spinne hin? Na, also. Da bist du. Da. Ja, doof bist du nicht, ne? Ich hatte irgendwie gehofft, dass es da einen Zufallsmechanismus gibt, dass sie entweder nach vorne geht oder zur Seite, um zu uns zu kommen. Weil sie hat ja zwei Wege. Sie hat den Weg hier rum und danach da. Und sie hat den Weg da und dann hier rum. Aber sie scheint absichtlich den Weg zu nehmen, wo sie nicht in unsere Schussbahn gerät. Du bist eine schlaue Spinne. Piu, piu, piu. So, Schmetter, Feuer und weg. So, bisschen aufdecken. Nanu? Oh. Oh, Drehwolf. Bist du jetzt wieder in Ordnung? Guck mal. Feuer, Eis, Piu. Na, scheint okay zu sein. Schmetter, Feuer, Eis, Britzel. Wobei ich Britzel zuerst hätte machen sollen. Denn wären beide getroffen worden, das wäre ein bisschen effektiver gewesen. Muss mich echt noch dran gewöhnen, an den Spruch. Hauen, Eis. Und Britzel. Also, Wölfe sind auch gefixt. Sehr schön. Also ja, doch, der Sprung von... Presseversion zu Vollversion ist doch ein großer gewesen. Bin gespannt, was da noch so alles kommt. Oh, Buch. Du kommst mit. So. Michael und seine Glorien. Ah, den Spruch haben wir doch auch verlasst.
Und bisher ist keiner müde geworden. Also sieht fast so aus, als wenn der Brunnen auch die Müdigkeit... Oh, Wölfe. Noch mehr Wölfe. Da waren vorher Spinnen gewesen. Was ich sagen wollte, also der Brunnen scheint auch die Müdigkeit aufzuheben. So, Wolf, Wolf. Talana, Britzel. Schmetter, Hau, Eis. Oh, warte mal. Ich brauche kein Eis mehr. Britzel. Hau. Hau. Du machst nämlich nur 20 bis 33 und du machst 20 bis 34. Ja, ist jetzt nicht so der Riesenunterschied, außer dass wir später noch mehr werden. So, Britzel, Hau, Hau, Hau. Haben wir den Auftrag fürs Bestiarium eigentlich schon? Nee, haben wir nicht. Ich hoffe mal, das ist kein Problem. Oh, ganz viel Zeug. Warte mal. Und die magischen Sachen haben wir noch gar nicht angezogen. Zusätzlich 100% Schutz vor Verwirrung. 6 Widerstand gegen Wassermagie. Das bekommst erstmal du als Tank. Dann ein plus 3 Schaden Feuerbogen. Beim erfolgreichen Angriff erleiden alle Feinde in der Gruppe des Ziels 4 Schaden. Ach, das ist doch mal ein wesentlich besserer Buff als dieser 3% Kram, den es in der Presseversion gab. Also, gibt es wahrscheinlich immer noch, aber der Zauber ist neu. Also, rauf damit. 8 bis 16 Grundschaden, 8 bis 16 Grundschaden, ja. So, was machst du? Schutz vor Verwirrung bekommst du, weil du unsere Heilerin bist. Tirik zieht die nicht so männlichen Sandalen an. Du kommst weg. Schild kannst du benutzen. Eine Leinenrobe. Kommst du? 3 Rüstungsschutz. 3 Rüstungsschutz. Du kannst dahin, du kannst dahin, du kannst dahin. So. Oh, ein Fass.